Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu der Webinarreihe Traden auf Wolke 7 hier bei FXLet. Natürlich mit Martin Görsch und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLet. Freue mich sehr, dass Martin für uns wieder heute Abend Zeit gefunden hat und natürlich, dass Sie live dabei sind. Und wie immer, bevor ich den Bildschirm an den Martin übergebe, müssen wir kurz den Risikohinweis besprechen. Denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig, und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das bleibt auch zukünftig so. Sehr schön. Also, lieber Martin, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und wie immer viel Spaß. Ich freue mich. So, okay. Dann sollten wir es jetzt hier auch haben. Ja, vielen Dank, Nelson. Dann von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen heute zum Webinar hier, Ichimoku Kinkohio, Trendhandel auf Wolke 7. Wir werden das machen wie immer. Wir schauen kurz, was die Positionen von den letzten Wochen gemacht haben, wie die sich verhalten haben. Es sind einige auch noch offen, die wir hier gemeinsam aufgebaut haben, und dann werden wir uns auch noch darum kümmern, was an interessanten Setups noch dazugekommen ist oder was heute quasi dazukommt. Also, wir werden eine kleine Gesamtmarktanalyse machen, werden dann in die Einzelaktien gehen und mal schauen, was wir hier an interessanten Trading-Kandidaten finden. Falls irgendwelche Fragen sein sollten, ich habe das Fragenfeld hier offen. Ich werde meine Kamera auch gleich wieder ausmachen. Dann ist der Bildschirm ein bisschen größer. Für die Charts, das ist ja das eigentlich Wichtige. Ich glaube, den Risk-Disclaimer hier, den können wir uns schenken. Das hat der Nelson gerade schon gemacht. Vielleicht noch kurz zur Offenlegung. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich in dem einen oder anderen Wert, den wir uns hier heute anschauen, Positionen halte oder plane, Positionen aufzubauen. Also auch das noch mal kurz hier erwähnt. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe mal direkt in die Handelsplattform. Und da schauen wir uns erstmal hier den Überblick an über den Gesamtmarkt. Ja, wir machen es ja am Ende immer so, dass wir uns einmal anschauen, wie verhält sich momentan der gesamte Aktienmarkt? Sind wir hier eher bullish? Sind wir eher bearish? Sind wir vielleicht in einem Bereich, wo die Trends eventuell anfangen könnten zu kippen? Und danach schauen wir, wie wir uns in den Einzelaktien positionieren. Ja, und da mache ich es typischerweise so: Wenn wir am Gesamtmarkt klar bullische Ausrichtungen haben, dann möchte ich normalerweise keine Short-Positionen im Depot haben. Ja, dann bin ich also auch gar nicht dabei, irgendwie groß mich hedgen zu wollen oder irgendwie Gegenpositionen aufzubauen. Dann möchte ich gerne mit meinen Positionen, die ich offen habe, dann auch zu 100% in der Trendrichtung unterwegs sein, weil das schlicht und ergreifend der einfachste Handelsansatz ist. Ja, also den großen Trends zu folgen. Das ist der einfachste Handelsansatz, und das ist im Prinzip auch das, was wir hier mit Hilfe des Ichimoku-Indikators uns das Leben ein bisschen einfacher machen wollen und eben hier relativ schnell beurteilen wollen, wie ist der gesamte Trend des Marktes, wie ist der Trend der einzelnen Werte, und danach unsere Handelsentscheidungen treffen. Ja, ich habe hier zusätzlich als Hilfsmittel immer noch meinen Görsch-Trendindikator, den ich hier verwende. Das ist ein etwas komplexeres Teil. Da sind ein paar verschiedene Inhalte drin, die da verarbeitet werden, vollautomatisch. Und die geben ein sehr gutes, sehr verlässliches Gefühl dafür, ob ein Markt in einem übergeordneten Aufwärtstrend ist und ob dieser Trend eher stark oder eher schwach ist. Ja? Und auch, ob es eben ein Aufwärts- oder ein Abwärtstrend ist. Und wenn wir uns das hier anschauen, ab November letzten Jahres, wo der S&P hier die letzte größere Korrektur hatte. Ja, wenn wir uns das hier angucken, dann sehen wir auch ziemlich klar, diese Korrektur, die ist eben mehrwellig. Ja, wir haben also hier untergeordnet die erste ABC gehabt und haben dann übergeordnet hier auch nochmal gesehen, die erste größere Abwärtsbewegung, die Korrektur, die das letzte Hoch nicht mehr geschafft hat, und dann nochmal hier eine deutliche Abwärtsbewegung. Und hier sehen wir eben, in beiden Situationen ist auf dem Tageschart hier dieser Trendindikator klar negativ geworden. Und das ist für uns das Zeichen, dass wir zum einen nicht mehr nur Long-Positionen haben wollen,
sondern auch Short-Positionen aufbauen und dass wir zum anderen auch die Trade-Frequenz ein bisschen zurückfahren müssen und nicht mehr mit allzu großen Zielen rechnen sollten. Ja, das Ganze ändert sich dann, wenn wir charttechnisch die Ausbrüche wieder kriegen. Wir haben dann hier charttechnisch die Ausbrüche gekriegt, hier auf der Oberseite, ziemlich genau an diesem Handelstag. Und wenn wir hier nach unten schauen, dann sehen wir auch, ah, okay, zu dem Zeitpunkt war hier auch Gersh-Trend schon wieder klar auf der Long-Seite unterwegs. Und von daher ist dann hier für die nächste Zeit feuerfrei für Long-Positionen. Ja, und genau so haben wir das die letzten Wochen hier auch gehandhabt. Wir hatten beim letzten Mal, beim letzten Termin, der vor ungefähr 4, 5 Wochen war, durchaus auch eine Short-Position aufgebaut. Die hing aber schlicht und ergreifend damit zusammen, dass wir im Nasdaq ja, hier einen intakten Abwärtstrend vorliegen hatten. Ich mache das mal gerade in Gelb, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser hier. Ja, das hier war der intakte Abwärtstrend und da waren wir dann hier in diesem Bereich der Korrektur. Ja, und von daher war es hier absolut legitim, schon mal eine Short-Position mit ins Depot reinzunehmen. Das werden wir definitiv heute nicht machen. Ja. Wenn wir uns jetzt den Nasdaq hier anschauen, dann sehen wir ganz klar, von diesem letzten Tief an hier sind wir wieder in der Aufwärtssequenz unterwegs. Und zwar ganz klar im Trend. Ja, und wir sehen das auch hier im Gersh-Trend, der ist sowohl grün, spielt also klar die bullische Seite, als auch das Momentum nimmt zu. Das heißt, die Stärke des Trends nimmt noch weiter zu. Ich rechne also viel mehr im Nasdaq hier demnächst mit einem Ausbruch über dieses All-Time-High. Ja, heute versucht das hier gerade schon. Wir haben heute wieder einen Tag, wo die Technologiewerte äußerst stark sind. Der S&P an sich, der schwächelt eher ein bisschen, wenn wir hier gucken. Ja, der wird hier gerade am Allzeithoch wieder abgewiesen und so ein bisschen abverkauft. Aber wenn wir uns jetzt schlicht und ergreifend mal nur den Ichimoku anschauen, dann wissen wir ja, wir haben 5 Signale, auf die wir achten können. Das eine ist das Wichtigste, ja, ob der Preis oberhalb oder unterhalb der Wolke ist. Der ist klar oberhalb der Wolke. Dazu ist die Wolke noch grün, präferiert also auch eher den Aufwärtstrend. Dann ist der Preis oberhalb der violetten Linie. Der Preis ist oberhalb der roten Linie. Die rote läuft oberhalb der violetten. Und diese um 26 Kerzen nachlaufende blaue Linie ist auch oberhalb des Kurses. Ja, und damit haben wir alle 5 möglichen Bewertungskriterien für den Trend im S&P klar auf der Long-Seite. Und genau das Gleiche haben wir hier im Nasdaq inzwischen. Ja, da ist jetzt hier seit 2 Handelstagen diese blaue Linie auch über den Kurs gegangen. Das war das letzte Setup, was hier noch gefehlt hat, damit auch der Nasdaq zu 100% bullish ist. Ja, und jetzt haben wir auch hier alles bullisch. Wir sind oberhalb der grünen Wolke, rot ist über violett, der Preis ist sowohl über rot als auch über violett, blau ist oberhalb des Preises, Gersh-Trend ist bullisch. Also hier stehen im Moment alle Zeichen auf grün. Ja. Okay, ich habe hier eine Frage drin vom Peter, von mir heute folgende Frage. Eignet sich Ichimoku auch, um Einstiege zu finden, wenn ich zunächst starke Branchen und Sektoren suche und daraus starke Aktien finden möchte? Dann sind doch sicher die Ichimoku-Signale schon in der Vergangenheit gewesen. Gibt es da eine Lösung? Vielen Dank. Ja, natürlich. Am Ende ist es ja so, dass wir immer dann, wenn wir eine positive Ausrichtung durch den Ichimoku-Chart haben, dass wir dann ja auch eigentlich jedes Chart-Setup, was sich bietet, traden können. Ja? Wie zum Beispiel ein Ausbruch hier aus einer Bullflag oder so. Das können wir ja alles handeln. Ja? Hier lief das Ganze zusammen mit dem Durchbruch des Preises über die rote Linie, mit dem Ausbruch des Preises aus der Wolke. Ja, und das sind eigentlich so die Ideal-Setups, wo wir sehen, wir haben ein Chart-Setup, was sich hier ergibt, nämlich diese Bullflag, die hier nach oben verlassen wird, die Wolke wird nach oben verlassen, der Kurs durchbricht die rote Linie. Das ist ein perfektes Kaufsetup hier. Ja, aber im Prinzip kann man natürlich, wenn man jetzt erst in die einzelnen Sektoren geht, die habe ich ja hier auch drauf, das sind die einzelnen Sektoren, da können wir natürlich schauen, welches ist prinzipiell der stärkste Sektor. Das können wir relativ einfach machen hier über den relative Stärkeindex. Ja, also ich habe hier die relative Stärke nach Levi
Die habe ich ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Die benutze ich auch, um Einzelaktien zu gewichten. Und da sehen wir, der Energiesektor, der ist hier ganz oben, gefolgt von Real Estate und Financial. Das sind im Moment die drei stärksten Sektoren. Und über diese Sektoren kann man dann natürlich in die Aktien reingehen. Ja, und in diesen stärksten Sektoren sehen wir auch, alle Ichimoku-Signale sind hier positiv. Also im XLE, hier im XLRE, alles positiv. Im Financial-Bereich, da brechen wir gerade nach unten durch. Ja, was sicherlich damit zu tun hat, dass gerade die Renditen auf die Anleihen rückläufig sind. Das ist natürlich ungünstig für den Finanzsektor. Für den Finanzsektor sind steigende Zinsen immer gut. Von daher sehen wir hier im Moment die Korrekturen. Und damit fällt das eigentlich jetzt für Neueinstiege auch erstmal aus. Ja, sondern wenn man über die Sektorstärke geht, dann konzentriert man sich im Moment hier auf Real Estate und auf Energy. Na, und dann können wir nochmal schauen, ob irgendwie gerade einer zulegt. Materials ist auch kräftig unter Druck zuletzt. Also auch hier würde ich dann eher nicht nach Einzelkandidaten für die Long-Seite suchen. Und bei den anderen, na, Healthcare sieht noch positiv aus. Ja, da sind wir auch hier noch in allen Signallagen positiv. Das wäre also auch noch ein guter Sektor, in dem wir suchen können. Technologie genauso. Ja, der sieht ein bisschen aus wie der Nasdaq. Das wäre also auch noch ein sehr positiver Sektor, in dem wir momentan suchen können, weil der zuletzt eben hier deutlich an Stärke zugelegt hat und eben alle Ichimoku-Signale positiv sind. Und dann gehen wir ja typischerweise auf die Einzelaktien und gucken, was ist in den Einzelaktien gerade interessant. Ja. Okay. So, dann gehen wir jetzt erstmal kurz über das, was wir noch an offenen Positionen hatten oder was vom letzten Mal noch an Orders drin lag. Da haben wir also hier schon seit einer ganzen Weile läuft die jetzt. Die läuft eben extrem gut. Und da seht ihr auch, wo der große Vorteil liegt, wenn wir klaren, trendfolgenden Aktien versuchen zu folgen. Ja, und ihr seht das, wir haben hier mehrere Korrekturphasen gehabt in der Google-Aktie. Ja, wir sind hier hinten irgendwo eingestiegen in diesen Bereichen. Und haben dann im Verlauf der Entwicklung immer wieder gesehen, dass sich hier Korrekturphasen ausbilden. Und aus diesen Korrekturphasen haben wir immer wieder die bullischen Ausbrüche gesehen. Ja, zuletzt dann hier Korrekturphase. Damals lag dann der Stop dann unterhalb dieser Korrekturphase. Dann haben wir den bullischen Ausbruch gesehen. Ja, und jetzt waren wir im Prinzip hier in dieser letzten Aufwärtsbewegung und hatten auch beim letzten Mal unseren Stop schon hier an diesem Level 21,92. Und wenn wir jetzt mal schauen, an diesem Tag hier am 12. März, da lag das Tief bei 21,93,60. Da haben wir also ganz knapp hier die Position behalten. Um ungefähr einen Dollar ist unser Stop verschont geblieben. Und jetzt läuft das Ganze eben wieder nach oben. Und es ist immer ein bisschen schwierig, an diesen Allzeithochs jetzt irgendwelche Kursziele zu finden. Unser ursprüngliches Kursziel lag aber viel weiter unten. Wir haben also schon einen deutlich größeren Gewinn auf der Uhr, als wir das eigentlich eingeplant hatten. Und jetzt sind wir hier so in dem Bereich dieses letzten Hochs, ja, haben hier noch nicht wirklich einen dynamischen Ausbruch nach oben gesehen. Und von daher sind wir im Prinzip hier auch noch am richtigen Level mit dem Stop. Man kann jetzt natürlich, ja, wenn einige von euch diese Position vielleicht auch aufgebaut haben und haben die noch, und möchten ein bisschen mehr Gewinn absichern, man kann durchaus hier unter dieses Zwischentief inzwischen gehen. Ja, wenn wir hier drunter rausbrechen, dann ist es alles nicht mehr so ideal. Aber wir orientieren uns ja hier auch so ein bisschen am Ichimoku-Bereich. Und jetzt haben wir ja vorhin gesagt, diese Wolke, die ist am Ende immer irgendwo Support. Wir müssen also auch davon ausgehen, dass der Kurs vielleicht so läuft, in die Wolke nochmal rein, in der Wolke wieder Unterstützung findet und sich dann wieder nach oben wegentwickelt. Ja, das ist also alles durchaus möglich hier. Und deswegen möchte ich der Aktie, wir haben einen großen Gewinn hier drauf, wir haben relativ viel Gewinn abgesichert, möchte ich der Aktie noch ein bisschen Raum geben. Und wenn dann vielleicht die nächste Reaktion, die wir sehen, ja, nur ein Retracement hier in diesen Unterstützungsbereich ist und wir uns dann hier nach oben weiterentwickeln, dann wäre ich eher bereit, hier auch den Stop mal hinterherzuziehen. Aber dann möchte ich wirklich sehen, dass wir auch nachhaltig über den Bereich dieses Hochs hier nach oben rausbrechen. Ja, solange das noch nicht passiert ist, gebe ich dem Wert hier lieber noch ein bisschen Raum. Das zweite, was auf der Long-Seite noch läuft, da hat sich noch gar nicht viel bewegt. Das ist vom letzten Mal die CME Group.
Ja, da haben wir den Ausbruch über diese ganzen Hochs hier getradet, nachdem die Aktie hier aus der Wolke nach oben ausgebrochen ist, sind wir an dieser Stelle eingestiegen, haben auch gar kein großes Ziel, ja, hier so bis 224. Aber seitdem läuft der Wert hier in so einer Seitwärtskonsolidierung. Allerdings ist es so, wir waren hier schon recht kurz vorm Ziel. Na, wir haben eine Sequenz, die hier läuft. Ich vergrößere das Ganze mal kurz ein bisschen. Ja, wir haben jetzt eine Sequenz, die in der Long-Richtung hier läuft. Das ist diese. Ja, das ist im Prinzip die letzte Aufwärtssequenz. Die wäre unterbrochen, wenn wir unter das Tief hier gehen. Ja, das würde dann sicherlich auch ein, zwei Tage dauern. Parallel dazu hätten wir dann hier auch die Wolke noch als Support-Level. Und deswegen bin ich jetzt hier an der Stelle und ziehe den Stop unter die Wolke. Ja, unter dieses Support-Level hier. Ich würde dem Kurs die Möglichkeit geben, nochmal so ein bisschen hier in diesem Bereich der Wolke einzutauchen und dann da wieder hängen zu bleiben. Aber dadurch, dass wir eben schon relativ dicht hier am Ziel dran waren, möchte ich nicht mehr unbedingt jetzt das volle Risiko hier drauf haben. Ja. Ja, viel mehr kann man hier nicht machen. Ist auch nur eine ganz kleine Position. Da haben wir auch nur ein kleines Risiko genommen. Und ja, mehr ist da nicht zu tun. Was haben wir noch? Wir hatten beim letzten Mal noch offen die CSX Corporation. Die CSX Corporation, die ist an diesem Level hier bei 101,52 dann ausgestoppt worden. Ja, und zwar, als wir den letzten Termin hier hatten, da war zu dem Zeitpunkt, wo wir uns das Ganze angeschaut haben, diese Kerze hier noch so. Ja, die sah ungefähr so aus. Da haben wir eine sehr, sehr starke grüne Kerze gehabt. Die war dann hier auch schon relativ dicht vor dem nächsten Kursziel. Und da bin ich dann etwas dichter hinterhergegangen, habe den Stop hier am tiefsten Tief der letzten drei Tageskerzen hinterhergezogen. Das war dieses Level hier bei 101,52. Und da sind wir dann am nächsten Tag auch ausgestoppt worden. Ja, aber wir sehen auch hier, das hier war das ursprüngliche Kursziel. Ja, die Bewegung hier oben ran. Dieses Kursziel ist knapp verpasst worden. Dann haben wir eine etwas größere Korrektur gesehen. Und nachdem auf diesem kleinen Support-Level hier sofort die Käufer wieder reinkamen, habe ich mich dazu entschieden, das Ziel hier rauszunehmen und die Position per Trailing Stop zu betreuen. Und jetzt sehen wir, wir haben, wenn wir uns das mal anschauen, ja, das war das ursprüngliche Kursziel hier. Und wir haben jetzt das Zweifache, Dreifache, das Dreieinhalbfache, ungefähr das Dreieinhalbfache verdient von dem, was wir eigentlich verdienen wollten. Ja. Und das ist immer eine schöne Sache, wenn man dann über so nachgezogene Stops einfach dem Trend folgt und dann irgendwann ein bisschen enger geht mit der Geschichte und dann eben hier gut im Gewinn rausgeholt wird. Ja, also CSX Corporation können wir aus der Liste hier rausnehmen, die haben wir besprochen. Das nächste, was wir beim letzten Mal hinterlegt hatten, das war die American Airlines. Ja, da wollten wir sehen, ob die das schafft, hier über die 22,75 auszubrechen. Dann hatten wir das Ziel, dass die Aktie nochmal an dieses letzte Hoch läuft. Der Ausbruch ist erfolgt, das Retracement ist erfolgt und dann kam die Bewegung hier zum Ziel. Das war also auch ein sehr schöner Long Trade, der genau am Zielbereich tatsächlich bei 26 hier aus dem Markt genommen worden ist. Also die ist auch erledigt. Ja, ich hoffe, einige von euch haben das mitgemacht. War ein schöner Trade. Ja, ging auch relativ schnell. Dann hatten wir die Disney-Aktie hier ungefähr zu diesem Zeitpunkt und wollten sehen, dass die Disney-Aktie dieses Level um 189,50 hier überschreitet und nach oben dann auch hier rausläuft. Das ist nicht passiert. Die Aktie ist nach unten weggebrochen, ist auch unter das Level gegangen, was wir uns ursprünglich hier als Stop-Level rausgesucht haben. Und dementsprechend ist dann die Order einfach rausgenommen worden. Also diese Order ist nicht getriggert worden. Das war ein Trade eben auch vom letzten Mal. Die Order ist nicht getriggert worden, ist nicht ausgeführt worden. Und inzwischen steht eben die Disney-Aktie auch eine ganze Ecke tiefer und ist jetzt klar unter der Wolke. Die blaue Linie ist unterhalb des Kurses.
Wir haben den Girsch-Trend, der hier klar negativ ist. Ist jetzt also für einen Wiedereinstieg oder für einen Neueinstieg für uns für die Long-Seite erstmal nicht interessant und fliegt deswegen auch wieder aus der Long-Liste. Ähnlich das Ganze hier bei Church & Dwight. Da wollten wir beim letzten Mal gerne sehen, dass die Aktie über 90,30 hier nach oben rausbricht, dass wir diese Bewegung hier fortsetzen und hier schön nach oben rauslaufen. Auch das ist nicht passiert. Wir haben hier keine Ausführung bekommen. Das Ziel wäre gewesen, oben bis 95 zu laufen. Ist natürlich nicht passiert, weil wir ja nicht mal die Ausführung hatten. Vielmehr ist auch hier, ähnlich wie bei der Disney, der Kurs nach unten weggebrochen. Und ist jetzt für uns auch nicht mehr interessant für die Long-Seite. Ja, ist jetzt kurz davor, hier unten aus der Wolke auszubrechen. Girsch-Trend ist klar negativ. Wir haben eine negative, also eine fallende Sequenz. Kurs ist unter dem roten Durchschnitt, Kurs ist unter dem violetten. Die rote läuft unterhalb der violetten. Die blaue ist unterhalb des Kurses. Hier ist also alles negativ. Und jetzt kriegen wir auch noch den Ausbruch hier unter das letzte Tief. Also Church and White wäre, wenn wir Short Trades aufbauen wollen würden, wäre das sogar eher jetzt für die Short-Seite interessant. Ja, also so schnell kann sich das Ganze drehen. Ja, und dementsprechend fliegt auch die jetzt hier aus der Liste. So, die CME hatten wir uns angeschaut. Und jetzt hatte ich hier heute schon zwei neue Setups reingelegt. Die gucken wir uns auch gleich nochmal in Ruhe an. Die sind bislang beide noch nicht getriggert. Eventuell wird die Applied Materials noch getriggert, falls sie den starken Tag hier weiter fortsetzen kann. Und ansonsten über den Verlauf der Woche. Da gucken wir aber gleich nochmal rein. Wir schauen jetzt erstmal auf die neuen Signale. Okay, gute Frage vom Helmut. Was bedeutet es denn, wenn die Wolke ganz schmal wird? Naja, wenn die Wolke ganz schmal wird, heißt es im Prinzip nichts anderes, als dass da ein relativ dünner Unterstützungsbereich nur ist. Diese Wolke, die setzt sich auch zusammen im Prinzip aus, ja, also vielleicht einfach mal bei FX Flat in den YouTube-Kanal gucken oder auch bei mir auf der Seite, beim Daytrading Coach im YouTube-Kanal. Da sind die ersten Folgen dieser Serie auch hinterlegt. Und in dem allerersten Termin, den wir im letzten Jahr hatten, habe ich diese Indikatoren relativ genau erklärt. Ja, und da sieht man also auch genau, wie diese Wolke entsteht. Im Prinzip entsteht diese Wolke auch durch zwei Art gleitende Durchschnitte. Es sind keine tatsächlichen gleitenden Durchschnitte, aber so ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt funktioniert, funktioniert auch diese Linie, die hier die Begrenzung angibt. Und das sind zwei Linien, die hier als Bewertungskriterium verwendet werden. Und die ist grün, wenn Linie A über Linie B ist, und die ist rot, wenn Linie A unter Linie B ist. Und wenn das hier so eng zusammenläuft, dann heißt das ja nichts weiter, als dass zu diesem Zeitpunkt diese beiden gleitenden Durchschnitte sehr, sehr eng beieinander waren. Ja, das Ganze ist hier einfach um 26 Perioden nach vorne verschoben. Das kommt also, diese Linien, die wir hier sehen, die kommen aus dem alten Kursverlauf. Also das ist eine Art gleitende Durchschnitt, die verwendet werden. Und die werden in die Zukunft projiziert. Und daraus entsteht diese Wolke. Und wenn die jetzt sehr schmal ist, dann sind zu diesem Zeitpunkt hier drüben die beiden gleitenden Durchschnitte quasi, die die Wolke bestimmen, die sind dann sehr dicht zusammengelaufen. Und dann haben wir hier eine entsprechend schwache Unterstützungszone nur. Ja. Okay. Gut, dann schauen wir doch einfach mal kurz in die neuen Signale, die sich jetzt hier ergeben. Und zwar am besten heute aus dem Nasdaq erstmal, weil der Nasdaq eben relativ stark ist. Ja. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. Das, was ich hier einblenden lasse, dieses Girsch Up und Girsch Down, das ist etwas, das ist hier im Agena Trader auch im Arbeitsplatz drin vom Girsch Trend. Girsch Trend ist ein Indikator, der kann für den Agena Trader erworben werden. Der hat dann auch einen eigenen Arbeitsplatz mit dabei. Und da ist auch dieses, ich nenne es mal Vorfilterkriterium, Girsch Up und Girsch Down drin. Der macht im Prinzip nichts weiter, als zu schauen, ob der Trendindikator auf Tageschart und auf Wochenchart in die gleiche Richtung läuft. Und wenn das so ist, dann zeigt er das an. Das bedeutet also, da wo das hier rot ist, ist der Girsch Trend, ich gehe einfach mal drauf hier auf Emgen,
Ja, dann sieht man das sofort. Girth-Trend auf Tageschart ist negativ und Girth-Trend im Wochenchart ist negativ. Dann ist dieses Feld rot. Wenn das grün ist, wie hier bei Zoom, dann sind wir hier auf dem Tageschart positiv und auf dem Wochenchart positiv. Dann ist das grün. Ja, und dann sind im Prinzip Long Trades in Ordnung. Wenn das rot ist, sind im Prinzip Short Trades in Ordnung, weil die dann immer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in Richtung des übergeordneten Trends laufen. Und wenn wir jetzt hier, wie bei CLAC, ja, sehen, dass hier nichts ausgefüllt ist, dass es ein gelbes Feld ist, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass in der einen Zeitebene der Trend negativ ist und dann in der anderen Zeitebene der Trend positiv. Und jetzt haben wir eine Situation, wo sich quasi Wochenchart und Tageschart mehr oder weniger widersprechen, trendmäßig. Und deswegen fallen diese Märkte normalerweise fürs Trading für mich aus. Ja, weil wir da keine klare Richtungsvorgabe haben. Ja, und ich mache das Ganze jetzt eben so, ich lasse mir die aktuellen neuen Signale anzeigen und auch die vom Vortag, die hier in hellgrün sind, hier wo Signal One Day steht, das sind die Signale aus dem Ichimoku-Chart. Auch das habe ich im ersten und im zweiten Teil von dieser Serie erklärt, wo diese Setups herkommen, was das also für Setups sind, die hier angezeigt werden. Es gibt eben aus diesem Ichimoku-Indikator einige Signale, die auch direkt darüber entstehen. Wenn der Preis eine bestimmte Linie kreuzt oder wenn sich Linien miteinander kreuzen oder wenn der Preis die Wolke verlässt, nach oben oder nach unten, ja, das sind im Prinzip alles potenzielle neue Handelssetups, neue Handelssignale. Und die lasse ich eben hier vollautomatisch anzeigen. Ja, und das Erste, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich diese Handelssignale überprüfe oder gegenprüfe quasi mit dem Girth-Trend hier. Und das, was ich gerne traden möchte, typischerweise, wo ich mir dann auch den Chart genauer anschaue, sind ja Kaufsignale, die in Richtung des Girth-Trend entstehen. Dieses hier, diese hier. Ja. Und wenn ich denn Short-Positionen aufbauen möchte, dann schaue ich mir an Verkaufssignale in Trendrichtung. Das und das hier. Ja. Das wären also potenziell handelbare Short-Signale, die ich mir dann eben auf dem Chart noch mal ein bisschen genauer anschaue. Das ist im Prinzip hier die grobe Vorfilterung. Und wie gesagt, die in dunkel dargestellten sind die frischen Signale von heute, die in hell dargestellten kommen noch von gestern. Ja, und ich habe diese beiden Setups hier reingelegt, heute vorbörslich, Align Technology und Applied Materials. Die hatten heute vorbörslich dieses Feld hier noch hellgrün. Das heißt, da waren vorbörslich noch Signale von vorgestern drin. Und die können wir uns, wenn wir Zeit haben, nachher auch nochmal in Ruhe anschauen. Jetzt gucken wir erstmal auf die aktuellen. Ja, jetzt haben wir hier Zoom Video. Zoom Video verlässt gerade die Wolke nach oben. Auf dem Wochenchart haben wir hier gerade erst in die Long-Richtung gedreht und wir sehen auch hier, ich vergrößere den mal kurz, wir sehen auch hier auf dem Wochenchart, dass wir mitten in dieser Wolke sind. Jetzt kommen wir von unten in die Wolke. Das heißt am Ende nichts anderes, als dass diese Wolke gerade Widerstand ist. Finde ich nicht so ideal. Ja, und auch das Anlaufen hier an die violette Linie ist im Prinzip nichts anderes als ein Widerstand, was wir hier sehen. Die blaue Linie ist auch noch unterhalb des Preises. Na, und wenn wir uns die große Sequenz hier anschauen, gucken wir uns einmal an, wie die letzte große Sequenz hier gelaufen ist, dann sehen wir sind hier übergeordnet, ja, charttechnisch in diesem Abwärtstrend gewesen. Das hier war der Abwärtstrend. Und der ist quasi jetzt das erste Mal hier kurz gebrochen. Wir sind nämlich über dieses letzte hochgegangen. Wir haben auf dem Wochenchart aber hier noch keine Sequenz. Ja, sowas hier fehlt uns noch. Eine Korrektur und ein neues Hoch. Das wäre ein sehr aggressiver Einstieg auf der größeren Zeitebene, wenn wir dieses Long-Signal jetzt hier umsetzen würden. Ja, es ist ein Long-Signal. Auf dem Tageschart ist hier auch quasi alles positiv. Ja, wir sind über der violetten Linie, wir sind über der roten Linie, blau ist oberhalb des Preises, rot ist über violett, alles positiv und wir verlassen gerade die Wolke nach oben und auch Girth-Trend ist hier positiv. Aber wir haben eine Bewegung gesehen hier zuletzt, die sehr dynamisch war. Wenn wir uns hier mal den Ruler reinlegen, dann haben wir hier eine Bewegung von über 10% innerhalb von 3 Handelstagen.
da wäre ein Retracement jetzt völlig normal. Wenn diese Situation ein bisschen früher entstanden wäre und wir hätten die Möglichkeit, den Ausbruch über diese ganzen Hochs hier zu handeln, ich nehme ihn mal kurz raus, dann sehen wir das hier ein bisschen deutlicher, diese ganzen Hochs, ja, das hier war der Widerstandsbereich. Eins, zwei, dreimal dieses wichtige Level hier um $350. Wenn wir also das Ichimoku-Setup ein bisschen früher gehabt hätten, hätten die Möglichkeit gehabt, hier auf tieferem Niveau den Ausbruch über 350 zu traden, wäre ich sofort dabei gewesen. Das ist mir von der Bewegung jetzt hier einfach schon zu weit gelaufen. Da möchte ich nicht der aktuellen Bewegung hinterherlaufen. Ja, deswegen fällt das für mich aus. Schauen wir weiter, CDW. Sehe ich hier auf dem Tageschart schon, wir sind mitten in der Wolke, ist nicht so ideal. Wir sehen auch, dass der Abwärtstrend hier noch intakt ist. Wir sind noch nicht mal über dieses letzte Hoch drüber gegangen. Also die Abwärtssequenz ist quasi noch intakt. Die zeichne ich hier auch nochmal schnell ein. Das ist die Abwärtssequenz, die hier gerade läuft. Ja, wir sind noch nicht über das letzte Hoch und dementsprechend fällt das für mich auch erstmal aus. Ja, Biogen braucht man nicht drüber reden. Biogen hat eins der Hauptmedikamente, die in der Prüfung waren, hier vor ein paar Tagen zugelassen gekriegt von der CDC. Das hat diesen riesen Spike hier verursacht. Da ist sehr viel Positives jetzt schon eingepreist. Und nach so einem Spike finde ich es auch extrem schwierig, hier zu agieren. Fällt für mich auch aus. Sind die Risiken zur Unterseite viel zu groß, wo man die Stops hinpacken müsste? Gilead gefällt mir überhaupt nicht, das Kursbild. Wir sehen, wir bleiben immer wieder hier an diesem wichtigen Verkaufslevel. Zeichnen das mal ein, hier. Ja. Warum ist das ein wichtiges Verkaufslevel? Wir haben hier ein ganz starkes Abwärtsgap. Ja, wir haben hier drüben, ich verkleinere das mal gerade, so. Ja, wir haben hier drüben ein großes Abwärtsgap. Das heißt, wir haben in dem Bereich von 69 hier bis runter 66 haben wir das stärkste Momentum gesehen, was es gibt, nämlich eine Kurslücke, ein Gap. Das ist das stärkste Abwärtsmomentum, was es gibt. Und dementsprechend ist es völlig normal, dass der Kurs, wenn der in dieses letzte Level hier reinkommt, wie hier oder wie hier oder wie hier, immer wieder abverkauft wird. Ja, also Gilead wäre für mich tatsächlich erst interessant, wenn wir das nächste Mal jetzt hier über 70 ausbrechen. Ja, da kann man sich jetzt hier gerne einen Alarm hinterlegen. Preisalarm. Ja, wenn wir jetzt also hier über die 70 gehen, dann werden wir automatisch vom Agena Trader informiert. Und dann können wir uns die Situation nochmal anschauen. Und ich sage mal, wenn dann dieser letzte Aufwärtstrend hier noch intakt ist, ja, diese letzte große Aufwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben. Wenn das dann noch intakt ist und wir sind nicht unter diese Levels hier vorher weggebrochen, dann könnte das durchaus interessant sein auf der Long-Seite. Jetzt im Moment aber eher noch nicht. Das waren die Signale hier von heute aus dem Nasdaq. Der Nasdaq ist im Moment etwas stärker als der S&P, deswegen finde ich das so überwiegend mal den interessanteren Bereich. Peloton können wir uns hier noch anschauen. Das sind jetzt die Signale von gestern. Da haben wir hier einen Kumo-Breakout, das heißt ein Breakout aus der Wolke. Hier bei Peloton hat heute versucht, kurz über das Hoch zu gehen, wird direkt abgewiesen. Auch hier sehen wir, dass die übergeordnete Sequenz jetzt hier immer noch abwärts gerichtet ist. Ja, das so, das ist die übergeordnete Sequenz. Da sind wir noch nicht über das letzte Hoch gegangen. Deswegen nach diesem Trendansatz, den wir jetzt hier fahren, wäre das im Moment auch nicht so die ideale Wahl für eine Long-Position. Die ganzen hier, die kommen nicht in Frage. Apple, Starbucks, Check, Match Group kommt alles nicht in Frage, weil wir entweder wie hier bei Workday einen intakten Abwärtstrend haben, sehen wir Trendindikator hier rot. Ja, da wollen wir keine Long-Position. Außerdem ist der Wert auch noch klar unter der Wolke. Bei Werten wie bei Apple hier, da sehen wir eben, wir haben unterschiedliche Trends im Wochenchart und im Tageschart. Wochenchart ist grün, Tageschart ist rot.
Prinzipiell gefällt mir das Level hier gar nicht so schlecht. Ja, ist eigentlich ein ganz schönes Ausbruchslevel, auch über dieses letzte Hoch hier. Aber Görschtrend ist noch negativ und wir wollen hier tatsächlich einen Ansatz fahren, der rein trendfolgend ist. Und deswegen ist das hier im Moment auch noch das Ausschlusskriterium. Copart können wir uns noch angucken. Haben wir vom Görschtrend her auf beiden Ebenen positiv, sehen aber hier unten auf dem Wochenchart, ja, dieses Widerstandslevel hier extrem hart. Na, wir sind hier mit riesigem Momentum abverkauft worden, hier mit riesigem Momentum abverkauft, hier wieder abverkauft auf dem Wochenchart. Solange das so bleibt, man sieht es dann natürlich auch auf dem Tageschart hier, diese harten Momentumbewegungen, die immer wieder so ab 129, 130 Dollar hier kommen. Solange das Verhalten so bleibt, ist auch Copart für mich für die Long-Seite uninteressant. Intuitive Surgical gefällt mir deutlich besser. Ja, gefällt mir deutlich besser. Auf dem Wochenchart alles aufwärts gerichtet. Wir haben hier einen RSI auf dem Weekly, der steigt. Das finde ich positiv. Der ist in einem recht hohen Bereich und steigt weiter. Würde ich gerne sehen, dass der in den Bereich 70 reinläuft. Wir haben hier eine Bull Flag gesehen. Ja, das hier ist im Prinzip nichts anderes als eine Bull Flag. Da haben wir in der letzten Woche den Ausbruch gesehen und sehen jetzt gerade die Bestätigung des Ausbruchs. Und auf dem Tageschart sehen wir, wir sind über der Wolke. Rot hat hier violett gekreuzt. Das war auch vor 3 Tagen hier ein Longsignal. Bevor diese grüne Kerze, bevor diese lange grüne Kerze hier entstanden ist, hatten wir hier ein Longsignal. Und das Longsignal von heute ist, oder von gestern, ist dieses hier, nämlich dass die blaue Linie jetzt über den, mach's mal ein bisschen größer, dass die blaue Linie hier über den Chart gestiegen ist. Ja, und jetzt sehen wir, wir haben hier eine Fortsetzung über das Wochenhoch von gestern. Ideal wäre gewesen, hier unten ein Einstieg bei 8,64,30 ungefähr, heute im Laufe des Tages. Das haben wir verpasst. Die Aktie ist jetzt hier gerade im Ausbruch. Wir müssten jetzt mal schauen, wo das nächste Kursziel liegt. Wenn wir mal das große Kursziel nehmen, dann nehmen wir einfach die letzte Korrektur, die hier gelaufen ist, von hier oben nach da unten und legen das hier auf unser interessantes Einstiegslevel drauf. Das ist dieses. Und dann hätten wir ein Kursziel hier bei 955 und könnten abstoppen hier unten bei 809. Dafür habe ich mir hier so ein Chance-Risiko-Tool gebaut. Wenn wir jetzt einsteigen zum aktuellen Kurs und stoppen hier unten ab, und bei 810 ungefähr, dann haben wir bis zum Kursziel 9,55 hier etwas mehr als 1,5 zu 1 CAV. Das finde ich durchaus noch erstrebenswert. Und von daher werden wir das Ganze mal jetzt hier reinlegen. Wir haben 870 bis 810, ungefähr 60 Dollar Risiko pro Aktie. Wenn wir so bei 500 Dollar ungefähr Risiko ankommen wollen, dann können wir hier 8 Aktien ungefähr traden. Ja, das machen wir einfach mal. Da kaufen wir hier zum Marktpreis 8 Aktien. So, und legen unseren Stop hier unten rein. Verkauf Stop für 8 Aktien. So. 809. Oh, mein Drucker spielt verrückt. Okay, den können wir hier auch bestätigen. Und jetzt haben wir gesagt, unser Ziel liegt ungefähr hier oben bei 955. Da legen wir jetzt hier oben unser Ziel rein, auch für 8 Aktien, bestätigen das auch. Und das Ganze verbinden wir jetzt hier noch mit einer OCO-Order, das heißt, das, was zuerst ausgeführt wird, cancelt quasi die andere Order. Ja, der Hintergrund ist folgender: Wenn wir jetzt hier falsch liegen und der Kurs kommt hier runter und wir werden hier bei 809 ausgestoppt, dann wollen wir natürlich hier oben auch keine Limit-Verkauf-Order mehr liegen haben. Denn wenn nach 809 der Kurs wieder steigt und kommt hier rauf auf 955, würden wir sonst, wenn wir die Order nicht manuell löschen, eine Short Order ausgeführt kriegen. Und das würden wir in diese steigenden Kurse garantiert nicht wollen. Und deswegen
machen wir es uns hier im Magina Trader ganz leicht und verbinden die miteinander. Und dann schließt die eine quasi die andere. Und die nehmen wir uns jetzt hier auch in die Longliste rein, weil wir da jetzt eine offene Position haben. Okay, was haben wir noch? Lululemon. Auch die schauen wir uns ein bisschen genauer an. Die gefällt mir nämlich auch ganz gut. Wir fangen im Wochenchart an. Wir sehen, RSI steigt, ist knapp über 50, ist jetzt nicht ideal, ist also nicht so besonders stark. Aber wir haben hier noch was anderes. Ja, wir haben hier eine ganz interessante Trendlinie, an der wir jetzt erstmal gescheitert sind und können hier von der Unterseite auch eine Trendlinie dran setzen. Wir laufen also hier auf dem Wochenchart erstmal prinzipiell in so ein Dreieck. Wir sehen, die große Stärke, die ist raus hier aus der Aktie. Ja, der Trendindikator, der war sehr extrem hier über die ganze Zeit. War das sehr extrem und das spiegelt sich auch hier im Kursverlauf wieder. Und von da an sind wir jetzt hier übergeordnet eher in so einer Abwärtsbewegung, ja, schlängeln uns jetzt aber quasi gerade am oberen Bereich dieser Wolke hier lang, hat schon wieder so leicht bullische Tendenzen. Ja, was gar nicht so schlecht ist, ist, dass wir jetzt diese beiden Hochs hier haben, wo wir jetzt wieder genau an diesem Hoch heute gescheitert sind. Gefällt mir ganz gut. Ich gucke nochmal genau, was das für Kurslevel sind. Wir haben hier das Hoch 347, wir haben hier das Hoch 347 und wir haben hier das Hoch 347,24. Wir sind also tatsächlich müh ausgebrochen und dann sofort wieder abverkauft worden. Das ist natürlich grundsätzlich erstmal bärisch, wenn sich also diese Bewegung hier nach unten fortsetzen würde am Folgetag und wir würden das Tief von heute unterschreiten, wäre das bärisch und ich würde damit rechnen, dass wir zumindest erstmal hier in den Bereich $320 wieder zurücklaufen. Aber sollten wir jetzt heute, warum auch immer, sehen, dass hier nochmal Käufer reinkommen und das Ganze wieder nach oben treiben und wir dann heute oder morgen oder übermorgen nach oben ausbrechen, bevor wir hier deutlich weiter nach unten laufen, dann ist das durchaus auch auf dem Wochenchart ein bullisches Setup. Auf dem Tageschart sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wir sind hier auch gestern durch diese grüne Kerze, am Freitag durch diese starke grüne Kerze, auch hier überhaupt erstmal wieder in einen potenziell aufwärts gerichteten Trend gekommen. Das ist aber immer ungünstig, wenn wir über längere Zeit hier seitwärts laufen. Ja, ist nicht ideal. Wenn hier ganz häufig die Richtung wechselt, dann ist das ein Markt, der keine Richtung findet. Und da will ich dann auch wirklich sehen, dass wir erstmal einen deutlichen Ausbruch sehen und dieser Ausbruch auch von einem steigenden Görschtrend hier begleitet wird. Das heißt, ich würde jetzt hier genau das Gleiche machen, wie wir uns eben angeschaut haben. Ich würde die hier auf über das Tageshoch, 347,25 ungefähr war das Tageshoch, würde ich hier bei 347,36, 10 Cent höher, erstmal einen Preisalarm setzen. Und wenn dieser Preisalarm kommt, dann schaue ich mir nochmal genau an, wie sieht das Chartbild aus und dann entscheide ich, ob ich eine Position aufbaue oder nicht. Die füge ich jetzt hier auch noch der Longliste hinzu, weil wir da jetzt eine Order reingelegt haben. Okay, die beiden, die ich vorhin schon reingelegt habe, vorbörslich, ja, mit Signalen, also quasi von vorgestern, die von Donnerstag, von vor zwei Handelstagen, Donnerstag. Dieser Ausbruch hier aus der Wolke, in Align Technology. Sehr bullisch. Ja. Im Ausbruch aus der Wolke direkt über das letzte Hoch gegangen, sehr stark geschlossen am Donnerstag und am Freitag ein bisschen konsolidiert, ein bisschen seitwärts gegangen, quasi unverändert geschlossen. Heute kommen wir ein bisschen runter, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja, nach so einer starken Momentumkerze, 2 bis 3 Tage Korrektur in einer schmalen Range, in einer kleinen Range, ist absolut bullisch. Dementsprechend, wenn wir uns hier den Wochenchart angucken, sehen wir, der Wochenchart ist sehr bullisch. Wir sind in einer starken, intakten Aufwärtssequenz. Ja, ich nehme mal kurz den Ichimoku hier raus, dass wir uns mal jetzt gerade nur auf die Sequenz konzentrieren. Ja, im Prinzip, wenn man möchte, kann man hier eine kleine Korrektur reinsetzen. Das hier
ist die übergeordnete Sequenz. Wir haben einmal kurz das Tief hier unterbrochen, dieses kleines Unterbrechungstief, sehen aber, dass es nicht mal eine ABC-Korrektur ist, sondern wir sind hier sofort wieder nach oben gelaufen und haben hier ein neues Hoch gemacht. Ja? Deswegen würde ich das hier nicht wirklich stark bewerten wollen, ja, dass wir hier einmal diesen Ausbruch gesehen haben. Eigentlich interessiert mich das nicht, sondern das, was ich mir jetzt anschaue als Trendbewegung, wäre eher das hier. Ja, so sieht jetzt für mich hier quasi der Trendverlauf aus. Wir sind also in einem weiterhin intakten Aufwärtstrend. Wir haben hier nochmal ein neues Hoch gemacht und haben hier auch ein höheres Tief ausgebildet. Wenn diese Bewegung sich nach oben weiter fortsetzt, na, dann wird das eventuell nichts anderes als das. Das würde ich jetzt hier erstmal erwarten. Gefällt mir auf dem Wochenchart gut. Nehmen wir Ichimoku nochmal rein, dann sehen wir, blau ist oberhalb des Preises, rot ist über violett, der Preis ist über rot, der Preis ist über violett und der Preis ist deutlich komfortabel oberhalb der Wolke und Gerschtrend ist grün. Wir haben einen RSI, der liegt so knapp über 60, das ist bullish, der steigt, das ist bullish. Ja, würde ich auch erwarten, dass wir hier wieder in den 70er Bereich reinlaufen. Das machen wir aber nur, wenn wir auch deutlich weiter steigende Kurse sehen. Also Wochenchart gefällt mir extrem gut hier. Und wie gesagt, die Reaktion der letzten 3 Tage hier gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dementsprechend ist jetzt hier die Order drin für 617,50 ungefähr für den Long-Einstieg. Die würde ich canceln, wenn wir die nächsten 2 Tage hier weiter abwärts laufen. Ja, das würde ich nicht sehen wollen. Meinetwegen morgen noch ein bisschen runterkommen und dann will ich aber spätestens zur Mitte der Woche sehen, dass die Kurse wieder anziehen. Wenn das nicht passiert, kommt die Order hier raus. Ähnliches Bild, Applied Materials. Einmal kurz den Wochenchart anschauen. Ja, laufende Sequenz auf dem Wochenchart ist diese. Ja, wir sind also dabei, eine Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs hier fortzusetzen. Wir haben hier immer weiter steigende Tiefs. Ja, haben hier die Hochs drin, die eben auch weiter ansteigen. Logische Konsequenz wäre jetzt hier ein höheres Hoch auszubilden. Okay? Wochenchart also erstmal bullisch, weil wir gar nicht unter das letzte Tief gegangen sind. Hier ist die Sequenz nicht gebrochen. Gerschtrend sehr bullisch. Trotz größerer Korrektur, die wir hier sehen, hat sich hier nicht viel getan. Die Kerzen, die hier kommen oder diese Balken sind immer noch sehr lang. Steht für weiter starkes Momentum in die Aufwärtsrichtung. Und auf dem Tageschart, ja, sieht das Ganze auch sehr, sehr bullisch aus. Wir sind über der violetten Linie, rot ist deutlich über violett, der Preis ist deutlich oberhalb der Wolke. Ja, der ist hier am 24. Mai nach oben ausgebrochen und konsolidiert seitdem seitwärts. Wir haben die blaue Linie, die inzwischen deutlich oberhalb des Preises ist. Und heute sind wir auch gerade dabei, wieder über die rote nach oben auszubrechen. Sollten wir dieses Hoch hier, dieses kleine Zwischenhoch hier bei 141 nach oben rausnehmen, dann sind wir auch deutlich oberhalb der Roten. Und dann sind auch hier alle Signale wieder positiv. Auch Gerschtrend ist noch positiv. Ja, ist in der Korrektur hier ein bisschen zurückgekommen. Ist nicht mehr viel Dynamik drin. Sollte sich dann ändern, wenn wir relativ schnell hier nach oben durchgehen. Dementsprechend bei 141 die Long Order für Applied Materials. Ja, würde ich rausnehmen, wenn wir unter dieses Tief hier fallen. Ja, wenn der Kurs hier runterkommt, bevor die 141 rausnimmt, würde ich diese Order löschen. Okay, die haben wir jetzt hier alle in der Longliste drin. Schauen wir noch mal kurz über den S&P, ob sich vielleicht hier noch was ergibt, was wir eben noch nicht gesehen haben. Wenn wir das Hoch bei 135 rausnehmen, können wir den Stop dann auch direkt auf 135 setzen. Bei Applied Materials.
Puh, ja, kann man machen, aber habe ich die hier drin? Habe ich nicht drin? Ich setze das mal kurz noch rein als Indikator, die ATR. Nanu. ATR. So müssen wir auch reinziehen, übernehmen. Ja, ATR steht im Moment bei 4 Dollar. Das heißt, die Aktie bewegt sich über die letzten 14 Handelstage im Moment in einer Range zwischen Hoch und Tief von ungefähr 4 Dollar. Ja, dafür könnt ihr diesen Average True Range Indikator sehr, sehr gut benutzen. Wenn wir jetzt einen Stop hier auf, na, 134 müsste der ja auch ungefähr, ne, um noch unter diesem Tief zu bleiben. Wenn wir so auf 134,30 hier den Stop setzen, dann haben wir bis zum Einstieg hier gerade mal 6 Dollar Stop. Und ich habe immer gerne einen Stop, der vielleicht wenigstens doppelte ATR ist. Das heißt, es wären 8 Dollar. Da wären wir dann wenigstens hier irgendwo so bei 133. Das wäre das absolute Minimum. Darunter würde ich es nicht haben wollen. Ja. Und ich fühle mich immer besser, wenn ich den Stop lieber ein bisschen weiter habe. Dafür die Position ein bisschen kleiner, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ausgestoppt zu werden, geringer. Klar, ihr habt dann eine kleinere Position. Das heißt, wenn dann euer Kursziel erreicht wird, habt ihr auch einen geringeren Gewinn. Aber wer mich kennt oder vielleicht auch schon mal bei mir, dass sich das Trading ein bisschen genauer angeguckt hat, der weiß, dass ich eben nicht so performance optimiert bin. Also ich bin nicht auf der Suche nach den großen Gewinnen, sondern ich bin eher auf der Suche nach den kleineren Verlusten. Ja, und durch die kleineren Verluste kommt meistens die stabilere Equity-Kurve und damit stellt man sich insgesamt häufig langfristig etwas besser. Deswegen, auch wenn jetzt hier die 135, die 141 rausgenommen wird, das eigentliche Hoch liegt ja auch hier erst noch ein bisschen höher, ne? Also ich sage mal, wenn du gerne einen Stop hier unten bei 133, 134 setzen willst, dann würde ich den Einstieg ein bisschen später nehmen, nämlich erst über diesem Hoch hier vielleicht bei 142,50. Ja, und dann bist du 142,50 bis 134, dann hast du schon deine 8 Dollar. Okay. Kursziel. Ja, Kursziel bin ich hier ein bisschen sportlicher. Kursziel würde ich mir hier die letzte Korrektur anschauen. Das ist diese von da oben nach da unten. Würde die hier aufs Ausbruchslevel legen und dann bin ich mit dem Kursziel hier ungefähr bei 170. Ja. Das wäre das Kursziel. Ist zu dem größeren Stop, den ich ja jetzt hier gewählt habe. Oh, Moment, 141,05. Ist zu dem größeren Stop. Ach, warum verstellt er mir denn den immer? Machen wir es mal so. Ja, ist zu dem größeren Stop ein 2 zu 1. Ja, und das ist auch der Grund, weshalb ich hier gerne den etwas weiteren Stop nehme. Dann liegen wir nämlich auch noch so am unteren Ende der Wolke. Na, hier sind wir ja noch oberhalb der Wolke. Mit der 133 bist du noch oberhalb der Wolke. Und wenn wir uns so ein bisschen hier an Ichimoku orientieren wollen, dann sollten wir dem Kurs wenigstens die Möglichkeit lassen, den oberen Bereich der Wolke nochmal anzutesten, bevor wir ausgestoppt werden. Ja. Und es ist eben, wie gesagt, mit 170 Kursziel immer noch ein 2 zu 1. Und da bin ich sehr zufrieden mit. Ja. Okay, aber das können wir hier schon mal so ein bisschen hinterlegen. So um 170 liegt dann da das Kursziel. Okay, ein paar Minuten haben wir noch. Wir gucken mal, ob wir noch ein schönes Top-Setup hier finden im S&P. Die hier brauchen wir uns nicht anschauen. Chipotle und Dominion, die haben keinen klaren Trend. Die Short-Setups hier interessieren uns eher nicht momentan. Biogen Gilead haben wir uns schon angeschaut. MSCI finde ich super interessant im Moment. Oh, schade, die gibt schon richtig Gas hier heute. Da kommen wir jetzt nicht mehr rein. MSCI finde ich sehr, sehr schön. Hatte ich vor kurzem auch in den Montagswebinaren als Analyseaktie der Woche. Und zwar müsste das gewesen sein, als wir hier nach oben rausgekommen sind, ungefähr in diesem Bereich. MSCI ist eine Mörderaktie, ein tolles Investment auch, ja, wenn man sich die mal langfristig anschaut, wie die hier läuft, das ist irre. Wenn wir das mal umstellen auf logarithmisch, ja, dann sieht man, wie schön, wenn wir Ichimoku mal rausnehmen, wie schön diese Aktie hier innerhalb dieses Trendkanals läuft. Ja, den können wir jetzt nicht richtig einzeichnen, weil es ein logarithmischer Chart ist, aber
Wir können natürlich einfach hier die Trendlinien einzeichnen. Ja, und dann sieht man, was das für ein toller Aufwärtstrend ist, der hier läuft. Ist also auch langfristig wirklich eine super Aktie. Und das ist natürlich immer schön, wenn diese fundamental hervorragenden Aktien, die auch wirklich gut hier in den Swings laufen. Ja, und wir sehen, bis auf so einen ganz kleinen Dip hier nach unten, haben wir seit Ende 2018 hier den Gösch-Trend klar positiv. Wenn man dann in so einer Aktie noch ein kurzfristiges Setup findet in die übergeordnete Trendrichtung, ist es natürlich super. Ja. Hier hatten wir das Setup am 10. Juni mit dem Ausbruch aus der Wolke nach oben. Und das Letzte, was jetzt dazugekommen ist heute, ist im Prinzip diese blaue Linie, die hier heute nach oben über den Kurs ausbricht. Das war das letzte Long Setup. Ansonsten hatten wir hier eins, die Kreuzung von Rot und Violett. Wir hatten hier eins, der Ausbruch aus der Wolke. Wir hatten hier eins, der Ausbruch über die rote Linie. Ja, und dann sollte man sehen, dass man irgendwo in der Nähe dieses Breakout-Levels zu dem letzten Hoch hier die Position aufbauen kann. Also ich sage mal so spätestens hier bei 4,77, das ist jetzt einfach zu weit weg. Ja, die ist uns leider weggelaufen. Sehr, sehr schade, die hätte ich sehr gerne gehabt. Ja. Aber so ist das eben, wenn man hier nur einmal im Monat Webinar hat, dann kann man nicht alle Setups erwischen. Pfizer haben wir hier noch ein Setup, ein Long-Setup. Heute irgendwie einige der Corona-Gewinner hier oder einige der Impfstoffgewinner unter Druck. Wahrscheinlich, weil es gute Daten gab, heute glaube ich von Novavax. Also ist eine neue Konkurrenz demnächst im Land. Das wird jetzt hier erstmal abverkauft. Wäre prinzipiell möglich, wenn wir hier ein Retracement wieder sehen und oder eine Korrektur, eine Umkehr sehen und gehen über die 40,80. Aber das ist mir hier alles schon zu dynamisch auf der Unterseite. Finde ich auch nicht mehr so ideal. Was haben wir noch hier? IHS Market. Ja, sieht ähnlich aus wie die MSCI. Ne? Wäre natürlich hier der Break, wäre schön gewesen. Auch das ist mir jetzt zu spät. Da sind wir direkt hier schon am alten Hoch. Ja, und dann müssten wir einen relativ großen Stop nehmen bis hier runter zu 103. Und wo sollten unsere Ziele liegen? Ja, finde ich nicht mehr so ideal, weil wir hier auch direkt am Widerstandsbereich sind. Ja, mehr haben wir jetzt hier auch gar nicht drin. Damit haben wir im Prinzip tatsächlich auch alles durchgeguckt, was hier heute irgendwie interessant ist. Dann gehen wir nochmal in unsere Longliste. Schauen nochmal, wir haben also eine neue Position hier reingenommen. Die Intuitive Surgical sind wir jetzt long. Lulu wollen wir gerne, wenn die hier oben drüber läuft. Da liegt ein Alarm. Applied Materials haben wir eine Order, falls die hier oben rausgeht. Und Align Technology haben wir auch eine Order, falls die für die nächsten Tage hier oben rausgeht. Das war es soweit. Mehr Setups haben wir jetzt hier nicht, aber reicht ja auch. Ja, im Prinzip brauchen wir ja auch gar nicht so viel. Super, ja, Mario, auch einen schönen Abend noch im Biergarten. Ich bin übrigens echt erstaunt, ja, wie viele Leute hier heute trotzdem zuschauen, obwohl wir so ein Kaiserwetter haben überall. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall auch gleich schön entweder mit dem alkoholfreien Weizen oder vielleicht noch mit dem Vino draußen hinsetzen und werde den Abend ausklingen lassen. Gut, dann wünsche ich euch allen einen geruhsamen Abend, eine super erfolgreiche restliche Handelswoche und sage dann gerne bis zum nächsten Mal, falls ich hier noch eine Abschlussfolie finde. Da haben wir sie. Ja. Sehr gut. Ja. Prima. Also, ich schließe mich dem Mario an, da wirklich auch wie immer wirklich ein tolles Webinar und spricht er für dich oder für das Webinar, dass trotz des schönen Wetters so viele dann hier live dabei sind. Seid ihr den Feierabend gegönnt und, und natürlich auch ein Riesendankeschön, wie gesagt, an alle, die dabei waren. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Wünsche natürlich noch eine erfolgreiche Woche. Und nächsten Termin haben wir, glaube ich, am 12., ne? Ja, das genau. 12.7. Schauen wir dann mal, was die Position von heute geworden ist. Sehr gut. Also, würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.